Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Der heutige Gast ist der Matthias Briner. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Findependent, einer App, die es allen ermöglicht, ein bisschen mehr aus ihrem Ersparten rauszuholen. Was sie genau machen, erzählt er nachher gerade selber. Ich freue mich extrem auf das Interview. Hoi Matthias, schön bist du da, wie geht's? Hoi Nico, merci für die Einladung. Super, wie du hier am Arbeiten, in unserem Büro. Wir schaffen so die Hälfte daheim und die Hälfte im Büro und heute bin ich hier im Büro. Wobei du mir im Vorgespräch gesagt hast, Büro, eigentlich ist es ein Coworking Space, oder? Genau, ist das Gemeinschaftsbüro, genau. Weil wir eh nur 50% von der Zeit da sind und auch viel remote arbeiten, brauchen wir dann nicht unbedingt das eigenes Büro. Und das ist für uns eigentlich ein super Setup, wo wir gleich, wenn es so Team Days, wo wir alle da sind, weil ich immer noch das Gefühl habe, Innovation passiert dann am besten, wenn gleich möglichst viel physisch im Raum sind. Und dann haben wir aber einen Tag, wo gar niemand da ist, wo jeder für sich am Arbeiten ist. Und dann eignet sich in meinen Augen das Homeoffice dann wieder sehr gut. Wie hast du das konkret organisiert? Also im Coworking habt ihr dann zu den Tagen, wo ihr da sind, irgendwie fixe Räumlichkeiten, die ihr immer bucht? Oder ist es so voll offen und jeder ist dort, wo er ist? Und wenn man halt schnell das Meeting machen will, geht man dann in den Raum? Oder wie organisierst du das so? Genau, es gibt verschiedene Abo-Modelle, aber wir haben so ein Flexdesk-Abo. Das heisst, man kommt einfach am Morgen, wählt den Tisch aus. Man hat aber eben dann auch viele Meeting-Räume oder Innovation-Räume oder kleine Telefonzellen, wenn du mal Ruhe brauchst. Genau. Mega spannend. Ich nehme an, ihr habt das einmal berechnet, wie viel günstiger wäre das, wenn ihr ein fixes Büro bräuchtet? Ja, wenn du jetzt nur die Miete vom Büro anschaust, wäre es vielleicht gar nicht viel günstiger. Aber der Vorteil ist natürlich, dass es auch voll möbliert ist. Du hast einen Drucker, du hast Internet, du hast eine Küche, es wird putzt, du musst dich um all das nicht kümmern. Und gerade als Startup, wo du sowieso schon so viele Sachen hast, wo du dich darum solltest kümmern, sind wir eigentlich froh, können wir beim Büro eigentlich einfach konsumieren und müssen das nicht auch noch selber einrichten etc. Wobei es manchmal auch cool wäre, wenn man ein eigenes Büro hätte, könnte man noch ein bisschen mehr das branden und vielleicht noch etwas cooles eigenes rein tun, was halt wieder weniger geht im Coworking Space. Spannend, perfekt. Ich habe in der Einleitung schon gesagt, eben, ihr seid eine Anlage-App, die es allen ermöglicht, mehr aus dem Geld zu machen. Erzähl mal, was konkret macht ihr? Genau, es ist so, dass wir, das ist eigentlich fast das Wichtigste, zusammen mit der Hypothekarbank Lenzburg zusammenarbeiten als Partnerbank. Also wir sind ein unabhängiges Unternehmen und sie sind dann nicht an uns beteiligt. Aber das Ganze funktioniert eigentlich nur zusammen mit der Bank. Weil es ist so, der Kunde registriert sich bei Findependent und kommt im Rahmen von dem Prozess. Einerseits helfen wir, die passende Anlagelösung zu finden, zum Anlegen. Und andererseits bekommt der Kunde aber auch das Konto und das Depot bei der Partnerbank. Also das Geld, wenn er jetzt mit uns anlegt, ist dann bei der Bank auf seinem eigenen Konto und nicht bei uns. Aber und der Kunde kann dann entscheiden, wenn und wie viel Geld er auf das Konto einzahlen oder wenn er es wieder zurücknehmen will, mit der vollen Flexibilität. Und Findependent tut dann das Geld anlegen, entscheidet, wie es angelegt wird und kümmert sich eigentlich um Finanzmärkte. Und der Kunde kann das alles über eine einfache App steuern, darum sagen wir uns selber eigentlich eben eine Anlage-App. Und das Coole an dem Setup ist eigentlich, dass der Kunde, ich sage jetzt mal, die Innovation und halt die moderne App vom Startup hat, aber im Hintergrund gleich noch die Sicherheit von der etablierten Bank, oder? Das ist echt noch so das Beste aus zwei Welten, wie wir es so schön sagen im Pitch-Deck. Ja, das Pitch-Deck, vielleicht können wir später auf das sprechen. Genau. Wie bist du auf das gekommen? Warum hast du gegründet? Was hat irgendwie dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, das braucht es, die Welt braucht Findependent? Und wie hast du nachher gestartet? Ja, das ist eine super Frage. Also bei mir, ich bin jetzt nicht einer gewesen, der schon immer im Studium gewusst hat, ich würde unbedingt mal selber ein Startup machen, etwas Eigenes. Eigentlich gar nicht unbedingt. Ich habe dann erst während meinem Masterstudium im Austausch, witzigerweise, auch nicht in der Schweiz, sondern in Kopenhagen, so das erste Mal in Berührung mit Fintech. Und das ist eigentlich mega spannend gefunden, dass Banking eigentlich nicht nur das traditionelle Banking gibt, das vielleicht ein bisschen abgestaubte, sehr formelle, sondern eben auch eine neue, moderne Welt im Banking und habe ein bisschen geschaut, was es in der Schweiz gibt. Ich habe dann Neon gesehen. Neon war das erste so eine Landingpage gewesen, für ein Newsletter und habe dann quasi mich für Newsletter angemeldet und dann einfach noch auf die E-Mail-Adresse zurückgeschrieben, dass ich Interesse hatte an einem Praktikum und habe dann bei Neon, also Neon ist eine Anlage, nicht eine Anlage-App, sondern eine Banking-App, quasi Konto und Kärtchen. Das ist mittlerweile auch ziemlich gross, vielleicht die meisten, die den Podcast hören,
haben vielleicht schon davon gehört, bin bei Ihnen im Praktikum gewesen und bin dort eigentlich so ein bisschen auch angesteckt worden von dem ganzen Fintech, wo du einfach gemerkt, da entsteht etwas Neues, das Team ist enthusiastisch, wir wollen etwas Neues schaffen, wir wollen vielleicht auch Bankprodukte schaffen, die wirklich für einen Kunden etwas bringen, wo kundenzentriert sind, mit fairen Gebühren, möglichst digital, möglichst einfach, und das hat mir dann extrem gefallen. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, wow, das ist eigentlich jetzt meine Welt und nicht unbedingt jetzt eine Grossbank. Und ich habe dann aber auch gemerkt, vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, wo ich mich sehr interessiere für das Thema Anlegen, dass eigentlich so etwas wie Neon, so halt wirklich einfach, günstig, digital, dass es so etwas eigentlich auch bräuchte zum Geld anlegen. Weil ich dort das Gefühl habe, Geld anlegen sind eigentlich immer noch viel zu viele Hürden, technisch vom Wissen her, von der Startsumme etc. Und so ist eigentlich die Idee für Independent entstanden, dass man sagt, etwas Ähnliches wie Neon gemacht hat für das Bankkonto und für das Kärtchen, könnte ich vielleicht auch schaffen für das Thema Anlegen. Wobei, ich muss fairerweise sagen, man hätte dann mal die Idee und am Anfang denkt man, ja nein, ein Startup gründen, das kannst du jetzt eh nicht, du hast ja noch nie gemacht, du weißt nicht, wie es geht. Und hast sehr viel, oder ich hatte sehr viel Zweifel gehabt. Das war mehr so einfach ein Gedankenexperiment für mich zum Spass, wie würde ich das machen. Und dann iteriert man das einmal, zweimal und irgendwann denkt man, ja, wir können es ja mal probieren. Und dann kippt es noch ein bisschen mehr und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich starte einfach mal und schaue mal, wie weit ich komme. Ist sicher ein gutes Learning. Und jetzt haben wir doch einiges, wir reden sicher noch darüber, einiges auch einen Weg können machen. Mhm. Aber das ist wirklich auch eine sehr graduelle Entscheidung jetzt bei mir. Und gleich, wie du sagst, oder? Du denkst vielleicht, ich habe es noch nie gemacht, ich kann doch das nicht, andere können das besser, wie soll ich denn starten, woher soll ich das Geld nehmen? Und ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, technisch, eben, es soll einfach sein und so weiter für den User, aber im Hintergrund ist es wahrscheinlich eher kompliziert und dann als Fintech häufig ja auch noch reguliert und hast irgendwie noch dort damit zu kämpfen. Wie bist du denn da vorgegangen? Also eine grosse Idee, die ja eben doch, ich sage jetzt, deutlich grösser ist, wie schnell ich weiß auch nicht, ich tue eine Beratung anbieten oder so. Mhm. Wie bist du, wo du gesagt hast, mal, ich starte jetzt, hast du gerade den Job gekündigt und dich voll auf das gestürzt? Oder wie bist du vorgegangen? Was sind die ersten Schritte mit Findependent? Also ich bin noch bei Neon im Praktikum und bin dann bei Neon gegangen, weil ich zwar das Gefühl hatte, also ich hätte können bleiben, hätte können dort ein Produkt übernehmen, was sicher auch spannend gewesen wäre. Aber sie haben damals noch Wechselkursgebühren gehabt. Und ich hatte das Gefühl, das Geschäftsmodell ist zwar eigentlich cool, aber mit den Wechselkursgebühren bin ich nicht sicher, ob das klappt. Oder die haben es dann auch abgeschafft, etwa ein Jahr später. Aber ich finde, wenn du in einem ganz jungen Startup noch bist, musst du auch wirklich das Gefühl haben, das klappt, das könnte erfolgreich sein. Weil sonst, wenn du jeden Tag arbeiten und denkst, klappt das wirklich? Und darum habe ich dann das Gefühl gehabt, ich mache etwas Eigenes. Also nicht mehr den Job müssen künden, sondern ich habe schon nichts gehabt. Ich hatte zuerst noch eine Webseite gehabt, die gibt es heute immer noch, die heisst Fintip. Die hat damals Findependent geheißen. Den Namen habe ich dann gebraucht fürs Nächste. Und dort habe ich einfach mal solche Finanztipps gesammelt. Alles, was ich gewusst habe, probiert auch weiterzugeben den Kunden. Also nicht den Kunden, sondern einfach den Leser, den User. Zu den Säulen 3a, zum Bankkonto, wie man kann günstige Fremdwährung zahlen, gute Kreditkarte und. Und eigentlich im Rahmen von dieser Webseite ist auch ein bisschen, habe ich das so gemerkt, dass ich im Bereich Anlegen noch nicht so etwas wirklich Cooles empfehlen kann. Also ich also im Bereich Bankkonto eben Neon empfehlen für im Ausland zahlen, Revolut, Säule 3a, habe ich VIAG mega cool gefunden. Und im Bereich Anlegen bin ich nicht so happy gewesen. Es hat schon ein paar andere Produkte gegeben, sogenannte Robo-Advisor. Aber dort habe ich irgendwie bei allen so das Gefühl gehabt, das könnte man noch ein bisschen anders, in meinen Augen noch ein bisschen besser machen. Und das war vielleicht dann der zweite Ursprung von der Idee, um den auch zu gründen. Wir haben jetzt einen kleinen Unterbruch gehabt. Der Matthias hat nämlich eben Coworking-like müssen das Büro wechseln oder den Raum wechseln. Wer auf YouTube schaut, sieht, dass er plötzlich einen neuen Hintergrund hat im Video. Aber wir machen jetzt weiter nahtlos. Matthias, eben, erzähl nochmal, was sind jetzt genau die ersten Schritte gewesen, wo du gesagt hast, ich mache selber, ich muss Findependent gründen, es braucht eine Anlage-App. Wie bist du vorgegangen? Genau, eben, das hast du vorhin schon angesprochen, es gibt sehr viele Hürden auf dem Weg, man muss vieles überlegen, aber es gibt so eine logische Reihenfolge, wie du das eigentlich musst angehen musst, weil zum Beispiel, wenn man einen Bankenpartner finden will, dann muss man für das reguliert sein. Also eine Bank arbeitet nicht mit dir zusammen als Vermögensverwalter, solange du noch keine Lizenz hast. Das heisst, ich habe relativ früh gewusst, ich muss eigentlich zuallererst mal eine Regulierung haben. Und um reguliert zu sein, musst du auch gerade schon ein AG gründen. Also das ist zum Beispiel auch ein Unterschied. Es gibt vielleicht ja viele Startups, wo man einfach mal anfängt und dann vielleicht zum Beispiel, wenn man Investoren dazuholen oder wenn man sonst wachsen will, mal ein AG oder ein GmbH gründet. Und ich habe wirklich
eigentlich schon ziemlich am Anfang in den ersten Wochen gesagt, ich muss jetzt ein AG gründen. Das ist natürlich auch schon die erste Frage, wie kommst du überhaupt zu dem Geld? Da habe ich glücklicherweise können, von meinen Eltern das vorbeziehen und habe dann so mit dem Geld eigentlich können die AG gründen. Weil ich habe gerade nach dem Studium gegründet, also ich habe nicht sehr viel auf der Seite gehabt. Wo wir dann die AG gegründet haben, eben dann als im nächsten Schritt haben wir dann die Lizenz bekommen und etwa ein halbes Jahr später haben wir dann auch können die Partnerschaft mit der Hypi Lenzburg abschliessen. Das ist natürlich sicher ein wichtiger Meilenstein, weil ich habe auch gesagt, ich entwickle noch keine App, wenn ich nicht weiss, ob ich überhaupt eine Bank finde, wo ich das zusammen machen kann. Weil es gibt gar nicht so viele Banken, die offen sind, um so mit einem Startup zusammen zu arbeiten, wo vielleicht auch etwas Ähnliches anbietet, wie sie selber schon anbietet. Viele Banken wollen sich da selber nicht unbedingt kannibalisieren. Die Hypi Lenzburg hat da sehr eine offene Strategie. Und darum sind auch viele Fintech-Startups am Schluss auch bei ihr gelandet. Sie machen es auch gut. Und dann, als ich die Bankenpartnerschaft hatte und gewusst habe, jetzt könnten wir eigentlich eine App entwickeln und starten, dann habe ich auch nochmal müssen Geld aufnehmen, weil ich noch allein war zu dem Zeitpunkt und nicht selber konnte entwickeln, habe ich wie auch gewusst, ich muss es mit der Agentur zusammen machen und die App kostet dann auch nochmal etwas, bis die wirklich ready ist. Also das sind so die Schritte, die wir gemacht haben. Ja, du hast selber gesagt, du musst Geld aufnehmen. Du hast aber erst eigentlich gehabt, du hast eine Lizenz gehabt und du hast quasi eine Bank gehabt, die du zusammen geschafft hast. Aber du hast noch keine Kunden gehabt, keinen Umsatz gemacht, irgendwie erst so die Idee, noch keine App gehabt, die du können zeigen. Wie bist du zu dem Geld gekommen? Wie viel Geld hast du da gesucht? Mit was für einer Story hast du das Geld können aufnehmen? Weil das ist immer der Punkt, eigentlich hast du noch nichts gehabt. Ich glaube, noch nichts gehabt, was wirklich zählt, aber was sicher schon wertvoll war für die Investoren, indem ich schon eine Lizenz hatte und einen Bankenpartner, das hat sicher schon signalisiert, hey, der Matthias meint es ernst. Er hat auch schon drin investiert und er hat auch schon ein paar wichtige Schritte oder Vorschritte, wenn man denen sagen will, hat er auch schon genommen, oder? Ich glaube, es ist immer dann schwierig, Investoren zu suchen, wenn man selber noch nicht 100% committed ist und vielleicht das nicht Vollzeit macht oder es einfach so aussieht, als wäre man gar noch nicht so ernst bei der Sache. Und das haben wir bei mir irgendwie schon ein bisschen gesehen, obwohl man auch gesehen hat, es ist noch ein langer Weg nach vorne. Und das Geld damals ist eigentlich wirklich auch wieder noch aus dem Umfeld gekommen. Also Freunde, Familie nochmal. Wir haben dann erst später, als wir dann noch ein bisschen weiter waren, haben wir dann wirklich, ich sage jetzt mal, professionelle oder einfach Business Angels gehabt und dann später auch Venture Capital, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Irgendwann zwischen denen ist mal Höhle der Löwen noch gewesen. Ihr habt euch dort in die Höhle gewagt. Weil es eben, wie du sagst, es sind mehrere Schritte, du hast immer wieder mal Geld gebraucht. Wie ist das zustande gekommen? Wie sind ihr zu dem gekommen, dass ihr zur Höhle der Löwen sind? Was hat das für eine Auswirkung gehabt? Einerseits auch so die Ausstrahlung an sich, habt ihr da gemerkt? Wie sind ihr mit dieser Publicity umgegangen? Und so weiter. Erzähl mal so die ganze Höhle der Löwen-Story. Das ist cool. Höhle der Löwen war nochmal ein Jahr später gewesen. Also da sind wir wirklich auch schon live gewesen am Markt. Noch relativ frisch live am Markt, aber wir sind live gewesen. Ich habe ehrlich gesagt, Neon war auch bei Höhle der Löwen gewesen. Ich habe gewusst, dass es eigentlich ein gutes Format ist, dass es gute Reichweite gibt und dass es auch ein gutes Signal ist, wenn man dieses Investment bekommt. Ich habe selber nicht unbedingt das Fernsehen wollen. Ich habe mich dann auch ein bisschen dagegen gewehrt zuerst, aber meine Freundin hat dann gesagt, hey, Höhle der Löwen, habt ihr euch überhaupt schon beworben? Warum macht ihr da nicht mit? Und dann habe ich dann, ja, das dann nochmal überlegt und dachte, das ist eigentlich schon eine gute Chance. Man muss ja vielleicht manchmal auch über den eigenen Schatten springen und mal etwas machen, wo man im ersten Moment nicht so will. Definitiv. Wir haben das dann so viel Last Minute noch beworben und dann auch sehr lange nichts gehört und ich habe es eigentlich schon wieder abgeschrieben gehabt, innerlich. Und dann sind die plötzlich, ist dann der Sender gleich noch gekommen, ob wir können ein Online-Casting machen können. Schon ein paar Tage später sind wir überrumpelt worden. Es hat plötzlich alles nur noch um das gedreht. Nach dem Online-Casting wiederum, nur ein paar Tage später, sind wir eigentlich schon aufnehmen im Studium. Und dann nach dem Aufnehmen ist es etwa ein halbes Jahr gegangen, oder sogar ein bisschen länger, bis es dann effektiv ausgestrahlt worden ist. Ja, das war eine super coole Erfahrung. Hat, wie gesagt, für mich recht Überwindung gebraucht, auch für Nadine, für meine Mitgründerin, hat es auch extrem Überwindung gebraucht, wirklich das zu machen. Aber wir haben beide gesagt, wir haben extrem viel können lernen. Wir haben in der Sendung dann ja auch ein Investment bekommen von Roland Brack, haben im Anschluss auch noch den Lukas Speiser auch dazugenommen. Das sind das hier zwei profilierte Business Angels, die wir jetzt an Bord haben. Das war sicher auch cool gewesen. Aber auch für uns persönlich ein Mega-Learning und eine super Herausforderung, die wir haben können meistern.
es ist ja gerade unmittelbar in den Medien eher so ein bisschen oder werden die negative Seite von dem zeigt und eben, dass halt einige oder viele Deals, die quasi im Fernsehen zustande kommen und ausgestrahlt werden, nachher nicht zustande kommen und im Nachgang dann trotzdem abgesagt werden. Du hast teilweise die Sendung recht best wurde, habe ich das Gefühl gehabt. Wie hast du das erfahren? Wie war dein Gefühl damit? Ja, ich habe den Artikel auch gelesen. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass die Leute oder die Jury oder die Leute, die das beurteilen, die vorher von den Startups noch nichts bekommen. Also die das erste Mal von uns hören in der Sendung. Die Sendung selber geht dann ein bisschen länger. Also wir sind vielleicht etwa 3/4 Stunde bis 1 Stunde im Gespräch mit ihnen und es wird dann zusammengeschnitten auf 1/4 Stunde. Mhm. Und sie können durch das sicher einen sehr guten Eindruck gewinnen, aber die klassische Due Diligence, wie man dem sagt, die Überprüfung, die es eigentlich immer gibt, wenn es um so um Geldbeträge geht, die kann eigentlich einfach in dem Setup erst im Anschluss stattfinden. Und dass dann quasi halt noch Sachen aufpoppen, wo dann die eine von den beiden Seiten sagt, ja, wir wollen doch nicht. Ich glaube, das ist normal, das kann immer passieren. Mhm. Was ich finde, ich weiß nicht, ob man vielleicht mit den Gründern noch besser müsste kommunizieren, das Ganze, dass das vielleicht nicht ganz klar war für alle. Für uns ist das auch damals die erste Due Diligence gewesen. Wir haben das vorher so auch nicht erlebt mit den Friends and Family. In der ersten Finanzierungsrunde haben wir das noch nicht gemacht. Bei uns ist es super gut gelaufen. Der Roland Brack hat auch einen Manager für seine Startup-Beteiligung, der dann auch super im Lead war. Sie haben uns klar gesagt, was sie von uns sehen wollen. Wir haben die Dokumente geliefert. Dann sind wir eigentlich wirklich, also sehr ein konstruktiver Dialog. Es braucht noch etwas, bis man beim Ziel ist. Das ist normal. Aber bei uns ist es eigentlich schnell und gut vorwärts gegangen. Und wir haben vielleicht etwa 3 Monate noch. Nach der Aufzeichnung haben wir dann auch das Geld wirklich in der Bank gehabt. Ja, also eben, das heisst halt einfach, theoretisch kannst du ja im Fernsehen oder in dieser Aufnahme oder während dem Gespräch alles sagen und man kann die Zahlen teilweise halt gar nicht erst richtig eruieren. Stimmt das wirklich so? Hat man sich genau richtig verstanden? Hast du irgendwie etwas dazu gedichtet, wo nicht stimmt oder etwas vielleicht weggelassen, was du hättest sagen sollen? Und das findest du dann halt erst im Nachhinein raus. Und wenn man dann irgendwo merkt, hey, das ist irgendwie passt vielleicht trotzdem nicht, dann kommt es nicht zustande. Aber für dich in dem Fall eine super Erfahrung gewesen. Und du kannst es auch an einem Startup trotz dieser negativen Seite, wo halt kann sein, dass es trotzdem nicht zustande kommt, würdest du es empfehlen, dass man es mal ausprobiert und mal geht? Absolut. Ich glaube, gerade wenn man ein Produkt hat für Endkunden, also ein B2C-Startup ist, dann ist das eine super Chance. Es gibt eine riesen Reichweite. Wenn man ein Investment bekommt, gibt das auch nochmal im ganzen Unternehmen auch Credibility. Das ist für uns jetzt zum Beispiel wichtig, Team anlegen, wo ja viel Vertrauen braucht. Ich glaube, was vielleicht wichtig ist, dass man die finanziellen Mittel, die man dort bekommt, nicht mega fix einplant, sondern mehr sagt, hey, das wäre jetzt eigentlich noch so ein bisschen ein Add-on. Weil man weiss ja nicht, ob man einen Deal bekommt, man weiss nicht, ob dann der Stand kommt und. Dass man nicht sich zu fest abhängig macht von dem, weil das vielleicht eben sich kann verzögern oder dann doch nicht Stand kann kommen, was aber bei allen anderen, wir haben auch andere Gespräche mit Investoren, da kann genau das Gleiche auch passieren. Mhm. Du hast jetzt gesagt, eben, ihr habt den aufgenommen und die Ausstrahlung war aber erst etwa ein halbes Jahr später gewesen. Wie bereitest du dich auf den Ausstrahlungstermin vor? Weil du ja weißt, eben, dann hast du Publicity, dann kommst du im Fernsehen, dann hast du wahrscheinlich viel Zugriff. Und wie viel mehr Traffic hast du während deiner Sendung? Kannst du wirklich zuschauen, wie irgendwie deine Webseite fast kollabiert oder deine App? Wie bist du da nachher vorgegangen? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich glaube, wirklich am nervösesten vor der Ausstrahlung. Nadine und ich sind nervös gewesen, weil wir so gedacht haben, was wird überhaupt gezeigt, wie wird es zusammengeschnitten. Wenn man weiss, man hat einen Deal bekommen, das habe ich, dann weiss man schon, sie müssen sich positiv zusammenschneiden, weil es gibt ein Happy End, das ist mal gut gewesen. Unser CTO war vor allem nervös gewesen, ob die Webseite habt. Wir haben dann ein bisschen upscaled mit dem Hoster und haben dann eigentlich durch einen sehr glücklichen Zufall auch zumindest in unserer Sendung oder in unserem Teil auch noch eine Werbepause gehabt. Das heisst, jeder hat natürlich das Handy vorgenommen oder viele sind dann auf die Webseite geschaut und dann ist es wirklich krass gewesen. Also da reden wir schon von Tausenden und ich glaube, haben dann wirklich auch mehrere Hundert oder sogar Tausend auch mit der Registrierung angefangen. Ein paar natürlich auch nicht abgeschlossen, aber auch sehr viele abgeschlossen. Also das bringt schon mega etwas und am nächsten Tag ist dann vielleicht auch noch der ein oder andere Medien, die noch darüber berichten. Wo sind die Multiplikatoren, die dann auch noch ins Spiel kommen. Genau.
Was für uns noch wichtig war, wir haben dann noch müssen auf der Webseite quasi einfach das schreiben, dass wir, oder haben wir auch wollen den Kunden zeigen, hey, wir sind jetzt schon viel weiter, weil wir haben damals beim Aufnehmen gesagt, wir haben 150 Kunden und haben aber dann, was ausgestrahlt wurde, ist halt dann gleich schon 800-900 gehabt. Da haben wir eigentlich wollen signalisieren, hey, es ist jetzt gar nicht mehr so klein, gar nicht mehr so frisch, wie es damals noch war, um auch noch ein mehr Vertrauen aufzubauen. Ja, ich habe auch schon gemerkt, also eben, wenn du etwas siehst und du findest es spannend, gehst du wirklich häufig googeln und tragisch oder mega schlimm sind damit die Fälle, wo du gehst schauen und nachher steht irgendwie, ja, wir haben im Moment einen Lieferstopp oder wir haben irgendwie müssen das Produkt zurücknehmen, es hat Fehler drin gehabt. Also das ist natürlich brutal schlecht, wenn das während dem Ausstrahlungstermin kommt. Du hast gesagt, ihr habt 900 Kunden gehabt. Plus minus. Ja, plus minus, ja. Und wie viel haben wir so einen Monat später gehabt, nach der Ausstrahlung? Also weißt du, wie krass ist der Multiplikator gewesen? Also wirklich noch das Gute. Schön ist, mit einem digitalen Produkt, es ist wirklich sehr gut skalierbar. Also eine Anlage-App kann man super skalieren. Hast du vielleicht das Problem nicht mit dem Lieferengpass? Hat vielleicht andere Herausforderungen, wenn wir digital etwas machen. Aber das haben wir eigentlich nicht gehabt. Wir haben gewusst, wir können auch das Vielfaches von den Kunden auch handeln. Wir haben Ausstrahlung, würde ich sagen, ist etwa Mitte November gewesen. Und wir sind dann bis Ende Jahr auf etwa 2.500 Kunden gewachsen. Also haben dann dort eigentlich ja, es knapp verdreifacht, noch innerhalb von 1,5 Monaten, um ein bisschen das Gefühl zu geben. Und ist das so der grösste Multiplikator gewesen, der ganzen Zeit jetzt von Findependent? Dass er wirklich so der Event Höhle der Löwen hat wirklich so den grössten Sprung gemacht? Oder hat es vielleicht weitere gegeben, wo so wie Happenings gewesen sind, wo nachher gerade ein Sprung passiert ist? Also wir haben gerade nach Höhle der Löwen haben wir noch einen Day-Deal gemacht mit Brack.ch. Das ist so die Deal-Plattform von Brack.ch, wo jeden Tag eigentlich ein Deal ist. Und der hat eigentlich auch noch mega eingeschenkt. Jetzt haben wir eine super Story gehabt. Der Roland Brack hat gerade investiert bei uns in Höhle der Löwen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Publikum, das so ein bisschen affin ist für Höhle der Löwen. Und viele sind dann eigentlich auch aus dem Deal raus noch kommen. Von denen haben wir ja noch 2-3 mitgemacht, weil sie so gut gelaufen sind. Aber ich denke schon, Höhle der Löwen ist für uns der grösste einmalige Effekt gewesen, den wir bis jetzt gehabt haben in unserer Geschichte. Okay, perfekt. Jetzt ist in der Anlage-App. Was heisst das ganz konkret? Also, weißt du, wie muss ich mir das vorstellen? Ich wollte jetzt Geld anlegen, komme zu euch, gehöre Findependent, wie läuft das ab? Was kostet das? Was macht ihr genau? Genau, eben, es ist wirklich so, dass du kannst dich komplett online registrieren. Du kannst in der App starten oder auf unserer Webseite starten. Es geht etwa 4 Stunden. Dort helfen wir dir zum einen, die passende Anlagelösung für dich zu finden. Also auch mit einem Risikorenditeprofil, das zu dir passt. Weil es gibt ein paar, die vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingehen wollen, ein paar, die lieber ein bisschen vorsichtiger starten wollen. Und dann können wir alles auch abdecken mit unseren verschiedenen Anlagelösungen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist halt wirklich, dass du dein persönliches Konto und Wertschriftendepot bei der Bank eröffnest. Und wenn dann eigentlich alles ready, und das geht wie gesagt nur etwa 1/4 Stunde, geht dann noch einen Tag, bis wirklich alles parat ist, auch von Seite der Bank. Aber nachher hast du einfach dein eigenes Konto und du kannst darauf Geld einzahlen. Wenn Geld draufkommt, legen wir es für dich an. Du kannst von dem Konto wieder über die App quasi Geld rausnehmen. Und so eigentlich mega flexibel und unkompliziert den Teil von der Ersparnis anlegen, wo jetzt du sagst, den brauche ich eigentlich nächstes Jahr, 5 Jahre vielleicht wahrscheinlich nicht. Und mit dem möchte ich ein bisschen mehr machen, als einfach nur am Sparkonto liegen lassen. Also so Sachen kann man natürlich auch bei der Bank machen oder jede Bank bietet auch etwas Ähnliches an. Ich denke, der Vorteil bei Findependent ist, dass es wirklich komplett digital ist. Und weil wir auch ein komplett digitales Setup haben, haben wir auch viel tiefere Kosten und können das auch halt mit viel tieferen Gebühren den Vorteil der Kunden auch weitergeben. Und wenn du sagst, mit viel tieferen Gebühren, was kostet denn das? Also wie hoch sind die Gebühren? Genau, typischerweise eigentlich bei so Anlagenprodukten ist das immer ein Prozentsatz auf der Gesamtanlagesumme, die du investierst pro Jahr. Das ist jetzt bei uns 0,44% pro Jahr. Das heisst, wenn du 10'000 Franken mit Findependent anleihst, kostet dich das pro Jahr 44 Franken. Und bei der Bank, wenn wir alles zusammenrechnen, kostet das schnell 1 oder sogar 2% pro Jahr. Also es ist schnell mal doppelt, dreimal so teuer. Und wie investiert ihr da Geld? Also wenn ich es richtig verstehe, dann ist es quasi so, dass ich merke, ich sollte mehr machen mit meinem Geld oder ich will mehr machen mit meinem Geld und gebe aber dann eigentlich wirklich die Verantwortung komplett an euch. Also ich kann nachher nicht irgendwie eine einzelne Aktie kaufen und sage, ich will jetzt da noch in das Unternehmen investieren und in das, sondern ich zahle einfach aufs Konto ein
es gibt irgendwie einmal eben so eine Risikoprüfung und nachher macht ihr mit meinem Geld. Habe ich da richtig verstanden? Teilweise, ja. Was korrekt ist, bei uns kann man nicht in einzelne Aktien investieren. Also es ist nicht eine Trading-App, wo du jetzt selber kannst sagen, oh, heute kaufe ich Tesla oder vielleicht auch besser nicht oder vielleicht besser schon und, oder Krypto kann man auch nicht. Es ist wirklich, wir tun die sogenannten ETFs anlegen. Das sind Exchange-Traded Funds oder auf Deutsch börsengehandelte Fonds. Die Fonds investieren immer in den Gesamtmarkt. Also es gibt einen ETF und der investiert nachher in den gesamten Schweizer Aktienmarkt. Oder es gibt einen ETF, der investiert in den gesamten amerikanischen Aktienmarkt. Und das hat den Vorteil, dass man dann eigentlich mit nur ein paar wenigen von diesen Fonds eigentlich an die ganze Weltwirtschaft investieren. Und das wiederum hat den Vorteil, dass man halt sehr breit abgestützt angelegt ist und nicht mehr abhängig ist, ob jetzt quasi ein einzelnes Unternehmen sich sehr gut oder sehr schlecht entwickelt oder sogar Konkurs geht. Das merkt man dann gar nicht, sondern man profitiert dann wirklich eigentlich vom langfristigen Weltwirtschaftswachstum. Und eure Kunden oder eure Zielgruppe, sind das Leute, die bereits investieren und irgendwie einfach auch diversifizieren oder sucht ihr eher Leute, wo jetzt sich überlegt, ah, ich sollte in dem Fall mal etwas machen mit Geld und fange jetzt mal über Findependent an. Wer ist euer Zielkunde? Also unser Anspruch war immer so, dass wir eigentlich alles darauf ausrichten, auf die Leute, die noch nie investiert haben. Also dass wir es so verständlich und einfach machen, dass Leute, die noch nie von dem gehört haben, sich auf unserer Webseite können informieren können, im ganzen Prozess sich immer gut informiert werden und mit uns eigentlich zuerst mal Geld anlegen können. Es ist aber auch so, dass auch sehr viele Leute, die schon mal angelegt haben, vielleicht gerade bei einer Bank, der gemerkt haben, wie teuer das eigentlich ist, wenn man sich mal mit dem beschäftigt und all die Gebühren zusammenzählt, deswegen sagen, ja, das stimmt für mich vielleicht Preis-Leistung nicht, sich informieren und dann sehen, es gibt eigentlich noch viel günstigere digitale Lösungen und dann so den Weg zu uns finden. Wir haben am Anfang, oder wenn man unsere Webseite schaut, dann hat man vielleicht so das Gefühl, ja, das ist so für die 20-30-Jährigen, weil es halt ist alles in Du-Form, ist sehr locker etc. Aber wenn man dann schaut, unser Durchschnittskund ist 39. Also gar nicht mal so jung, einiges älter als ich weiß nicht, wie alt du bist, Nico, wahrscheinlich sogar älter als du. Also das heisst, ich glaube, dass... Gott, sehe ich so alt aus. Nein, Spaß. Also das komplett Digitale und vielleicht auch so ein bisschen Moderne, das spricht eine sehr breite Zielgruppe an, interessanterweise, oder? 20% von unseren Kundinnen und Kunden sind über 50. Das ist immer so eine Zahl, wenn du das so sagst, dann sind viele immer ein bisschen überrascht. Mhm. Ich denke, das ist ja nur etwas für die Jungen und das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein sehr, sehr breites Publikum. Aber eben, dann sagst du ja grundsätzlich, dass du Menschen willst daher führen, dass sie investieren, die es bis jetzt vielleicht nicht machen. Mhm. Warum sollte man denn überhaupt investieren? Also, warum kann ich mein Geld nicht einfach auf dem Konto legen lassen? Warum findest du, es ist so wichtig, dass mehr Leute investieren und eben von dem Wirtschaftswachstum profitieren? Ja, also es sind so zwei Seiten. Also die eine Seite ist vielleicht die individuelle. Ich glaube, was man halt schon muss sehen, dass sich Sparen auf dem Sparkonto nicht wirklich lohnt. Also in Zeiten von Negativzins ist es offensichtlich, wenn ich nichts bekomme fürs Geld, also sogar muss ich etwas zahlen, dass ich es auf dem Konto lasse. Aber auch jetzt, wo es langsam wieder ein bisschen Zinsen gibt, wird das gar nicht so viel bringen, weil die Inflation nimmt ja auch zu. Also wenn man das historisch anschaut, ist es so, dass eigentlich der Zins, den ich auf dem Sparkonto bekomme, nur vielleicht etwa ein halbes Prozent grösser ist als die Inflation, also eigentlich als das, wo alle Produkte teurer werden. Also ich mache netto nur etwa ein halbes Prozent vorwärts, was halt nicht viel ist, oder? Also Sparkonto ist super zum Geld aufbewahren für ein Jahr, vielleicht auch für zwei Jahre, für drei Jahre. Aber wenn man jetzt wirklich Geld hat und man sagt, ich brauche es die nächsten 5, 10, 20 Jahre noch nicht, ich brauche es vielleicht dann für meine Altersvorsorge, dann macht es halt wirklich Sinn, dass man das Geld auch anlegt, clever spart, weil man am Schluss einfach auch viel mehr davon hat. Im schlimmsten Fall auf dem Sparkonto, wenn man dann noch, je nachdem wie viele Gebühren das man hat, dann nimmt sogar der Wert vom Geld ab, wenn die Gebühren höher sind als der Zins, den ich damit habe. Und das ist natürlich einfach, jetzt aus einer individuellen Perspektive ist das ein bisschen schade, weil es ist einfach ein Potenzial, das man nicht nützt. Man schafft sehr hart zum Geld verdienen, aber nützt es nachher nicht clever, um es einfach vielleicht auch sonst noch vermehren. Und das andere, was ich halt auch finde, im kapitalistischen System sind wir ja, viele von uns sind Arbeitnehmer und Konsumenten. Also machen auch sehr viel, dass das Ganze läuft, profitieren aber nachher eigentlich
als Eigentümer, als Aktionär von den Unternehmen, nicht wirklich von den ganzen Gewinn und Profit, die erzielt werden. Und ich glaube, es ist auch aus dieser Perspektive gut, wenn der Kapitalismus möglichst breit abgestützt ist und wir ein Wirtschaftssystem haben, das möglichst vielen dient. Und das ist vielleicht auch noch Motivation, warum ich das Gefühl habe, möglichst viel sollten auch anlegen. Da sehe ich grundsätzlich beide Punkte, aber jetzt gerade zum ersten Punkt, das ist ja gut und recht, oder? Und du sagst ja, vielleicht nimmt auf dem Sparkonto mit den Gebühren sogar dann den Wert vom Geld ab. Aber jeder, der jetzt vielleicht dann Anfangs 2022 investiert hat und Ende 2022 drauf geschaut hat, da hat bei den allermeisten das Geld garantiert an Wert verloren. Wie gehst du mit dem Argument um? Also ich kann ja auch, wenn ich investiere, Geld verlieren. Absolut, das ist ein super Punkt. Also auch ganz transparent, auch alle unsere Anlagelösungen haben im 2022 Geld verloren, Verlust gemacht. Jede Pensionskasse hat Verlust gemacht, SNB hat einen riesen Verlust gemacht. Es ist einfach ein schlechtes Anlagejahr. Ich glaube, was wirklich mega wichtig zu verstehen ist, dass das Risiko vom Anlegen extrem davon abhängig ist, wie lange ich anlege. Wenn man sich das vorstellt, wenn man jetzt einen einzelnen Tag anlegt, ist vielleicht die Chance 52%, dass es hochgeht und 48%, dass es runtergeht. Also es ist fast Casino. Mhm. Und auch über ein einzelnes Jahr, es gibt immer gute Jahre, es gibt schlechte Jahre. Oder? Und das ist ganz normal, die Börse gibt immer die Übertreibungen, die Zyklen, dann läuft es mal sehr gut, dann brechen die Börse wieder rein und dann erholt sich es wieder. Das gehört zum System dazu. Wenn man jetzt aber schaut, über 5 Jahre, sagen wir über 10 Jahre oder sogar über 15 Jahre, ist dann die Chance, dass man eigentlich mit Anlegen, wenn man wirklich die ganzen 10 Jahre investiert, dass man einen Verlust macht, ist dann sehr, sehr klein. Ist dann vielleicht noch 2% oder über 15 Jahre hat es das noch gar nie gegeben, wenn man am Schweizer Aktienmarkt investiert hat, dass man nach 15 Jahren nicht im Plus war. Mhm. Und wenn man jetzt eben wirklich den Anlagehorizont hat, wenn man Geld hat und man sagt, ich brauche es wahrscheinlich die nächsten 15 oder sogar 15 Jahre nicht, dann ist eigentlich das Risiko, wenn man das Geld anlegt, dass man am Schluss wirklich weniger hat, ist eben sehr, sehr klein. Was man sich muss bewusst sein, es gibt die Wertschwankung und die muss man dann auch aushalten. Also man muss dann auch damit leben, dass wenn man 1000 Franken einzahlt hat, dass halt temporär in der App steht, das ist nur noch 800 Franken wert und nicht dann nervös werden und alles verkaufen. Mhm. Aber wenn man dann durchhebt, über wirklich die 5, 10, 15 Jahre, dann ist die Chance wirklich super, dass man mit Anlegen mehr macht als auf dem Sparkonto. Wir sagen auch immer, mit Independent nur den Teil von der Ersparnis anlegen, wo man voraussichtlich die nächsten 5 Jahre nicht braucht. Man kann das Geld immer zurücknehmen, man kann es immer verkaufen, aber wie gesagt, das Risiko vom Anlegen ist noch grösser, wenn man es nur für ein Jahr oder 2 Jahre anlegen will. Und Independent ist jetzt wirklich auch nichts, um jetzt einfach schnell reich werden oder irgendwie so. Ist auch nicht spekulativ, sondern ist wirklich langfristig sehr breit abgestützt als clevere Alternative zum Sparkonto. Und wenn du jetzt aber sagst, oder, du kannst eben mehr daraus machen wie auf dem Sparkonto, was ist denn da langfristig realistisch? Also weißt du, du hast gesagt, jetzt tun wir mal inflationsbereinigt weitermachen. Du hast gesagt, eben irgendwie auf dem Sparkonto ist da langfristig ein 0,5%, wo du irgendwie vorwärts machst. Mit was kann ich bei Independent rechnen, wenn ich jetzt eben mehr wie die 15 Jahre anlege? Ja, man kann es natürlich nie voraussagen oder genau sagen, aber wenn man sich historisch anschaut, die letzten 15 Jahre, wo wir auch gute und schlechte Zeiten drin hatten, ist es vielleicht grösser nur 5%, wo man da pro Jahr rechnen kann. Und das gibt dann, vor allem über die lange Dauer, kommt da recht etwas zusammen. Also es kann schon sein, dass sich dann das Geld über 20 Jahre verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht. Also es ist dann schon substanziell. Okay, perfekt. Jetzt hat mein Mikrofon schnell gesponnen. Jetzt habe ich natürlich für Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Deal vorbereitet, gell? Ausgehandelt, dass wenn jetzt jemand sagt, hey komm, okay, eigentlich ist ja jetzt der viel bessere Zeitpunkt, wie vor einem Jahr zu investieren, weil zumindest der erste Rückgang ist schon passiert, kann weiter durchab, das wissen alle, aber zumindest nicht ganz so weit, wie es vor einem Jahr hätte können durchab gehen. Und der sagt, okay, komm, jetzt starte ich mal. Jetzt wollte ich auch mal investieren und in dem Fall eben von dem Wachstum profitieren, von diesen paar Prozent zumindest. Was ist der Deal, wo da den Zuhörerinnen und Zuhörer von Macht dein Ding kannst anbieten? Genau, wir haben noch einen Code vorbereitet und der heisst ganz einfach Macht dein Ding, alles aneinander, alles groß geschrieben. Und wenn ihr den Code eigentlich bei der Registrierung eingebt, dann könnt ihr von 2x20 Franken profitieren als
als Guthaben, das ihr bekommt, auf eures Independent-Konto. Die ersten 20 Franken kommen eigentlich gerade dann, wenn ihr mindestens 500 Franken mit Independent anlegt. Und die zweiten 20 Franken kommen dann an Ostern, wenn ihr immer noch mit Independent angelegt seid. Vielleicht zu den 500 Franken, das ist ja der Minimumbetrag, um mit Independent zu starten. Okay, also wenn Sie jetzt startet und die 500 Franken einzahlen, dann kommen 20 Franken geschenkt über. Und wenn Sie an Ostern 2023 noch dabei sind, kommen Sie nochmal 20 Franken über. Bis wann muss man denn jetzt zum Willkommensbonus überkommen? Bis wann muss man da starten und investieren? Nur, dass man, es braucht irgendwie, Sie können einen Tag vor Ostern investieren und dann kommen Sie gerade 40 Franken über, oder geht das? Ja, ideal wäre schon, dass wir es eigentlich, sagen wir, bis Ende Februar mit dem gestartet haben. Genau, damit es dann gut gelangt. Super. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch verlinkt in den Shownotes auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch oder wer das Ganze als Video schaut, unterhalb vom Video verlinkt, auch nochmal mit dem Code. Merci vielmals für den Deal. Also das heisst, man hat sowieso, wenn man 500 Franken investiert, 40 Franken schon mal geschenkt, wenn man dabei bleibt. Das ist schon fast, das sind 8% auf die 500 Franken. Unbedingt mal ausprobieren und dann sieht man ja, das wächst. Was empfiehlst du im Grundsatz beim Investieren? Dass man jeden Monat irgendwie den gleichen Betrag investiert oder dass man einfach Ende Jahr, ich sage jetzt Kassensturz macht und schaut eben, was brauche ich jetzt in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht und dann das investiert? Was ist das beste Vorgehen? Genau, also grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten. Wir empfehlen eigentlich immer, möglichst regelmäßig anzulegen. Einfachste ist eigentlich mit einem Dauerauftrag, kann man auch einrichten, kostet ja nichts. Unsere Anlagelösungen eignen sich auch ideal, um wirklich auch regelmässig kleinere Summen anzulegen. Das ist auch das, was sehr viele Leute machen. Ich habe auch viele Kollegen, die aber auch immer wieder schauen, wenn sich ein bisschen zu viel ansammelt auf dem Sparkonto, wieder mal einen Betrag überschieben. Das ist eigentlich auch super fein. Ich glaube, der Vorteil vom Dauerauftrag ist halt, dass es automatisch ist, dass der immer läuft und dass man vielleicht das Geld dann nicht ausgibt, sondern halt dann auch gerade wegschiebt vom Konto. Und man sich dann, es geht dann wirklich fast ein bisschen von allein und man gibt dann vielleicht ein bisschen weniger Geld aus für neue Kleider oder für Ferien und kann dann trotzdem mit dem monatlichen Betrag über die Zeit eine super Summe aufbauen. Und wenn man halt immer nur schaut, was ist am Ende übrig und man gerne ein bisschen viel ausgibt, dann ist vielleicht am Ende gar nicht so viel übrig und dann entsteht halt nicht gleich viel. Genau. Ja, man kennt selber, wenn das Geld auf dem Konto ist, dann geht es irgendwo auch wieder weg und irgendwie geht man es aus mit kleinen Sachen, mit größeren Sachen, wie es halt da ist. Genau. Und wenn es einmal weg ist, dann ist es weg. Matthias, meiner Empfindung nach sind die Fintechs, die etwas sehr Ähnliches machen oder als ich sage jetzt, potenzieller Kunde fast genau das Gleiche machen, in den letzten Jahren irgendwie wie Pilz aus dem Boden gestochen. Wachsen, wie sagt man dem? Egal, wenn man das Sprichwort sagt und nicht weiss, wie es funktioniert, ist immer gut. Was macht ihr anders? Also, macht ihr etwas anders? Sehe ich das als Kunde vielleicht falsch? Oder was ist euch ein Alleinstellungsmerkmal? Warum sollte ich jetzt zu Findependent und eben nicht so irgendwie meinen Mitbewerber? Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Also, vielleicht gerade zuerst, wir haben nicht etwas mega super duper fancy gemacht, wo man jetzt muss sagen, das hat jetzt so niemand. Wir haben vor allem, unser Ziel sind jetzt eigentlich zwei Sachen gewesen. Zum einen, wir wollen wirklich ein Produkt machen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und wir wollen einen möglichst einfachen Start können anbieten. Dass wirklich auch Leute, die noch keine Erfahrung haben oder sehr wenig Erfahrung haben, mit wenig Zeitaufwand einfach mal können starten und mal mit Anlegen starten. Und dann kann man auch zum Beispiel schon ab 500 Franken starten. Bei anderen ist der Betrag eher ein bisschen höher. Ich kann das Konto komplett online eröffnen. Das kommt jetzt immer mehr bei den anderen. Das haben wir aber von Anfang her gehabt. Und was wir gemacht haben, dass wir kann die ersten 2'000 Franken auch gebührenfrei anlegen, weil wir einfach das Gefühl hatten, hey, so kann man es einfach mal ausprobieren. Und wenn einem das dann zusagt, wird man vielleicht sowieso noch ein bisschen mehr Geld anlegen. Aber es gibt einfach nochmal, nimmt nochmal so eine Hürde weg, so, indem man nichts muss zahlen, so man mal können das ausprobieren. So die Freemium-Idee, die es vielleicht auch bei anderen Produkten gibt, haben wir probiert zu übertragen auf unsere Anlage-App. Und zum Preis-Leistungs-Verhältnis eben, das habe ich vorhin schon kurz angetönt, wir sind eigentlich gemäss der Moneyland-Studie der günstigste Anbieter von so Anlage-Apps in der Schweiz, die jetzt vergleichbar sind. Das ist uns auch wichtig gewesen, dass man halt, was man muss verstehen beim Anlegen, in den meisten Produkten ist es so, ein bisschen so, dass entweder hat es eine gute Qualität oder es ist günstig. Und beim Anlegen ist es ein bisschen anders, weil wenn es günstig ist, heisst das nichts anderes wie von der Rendite, die das Produkt oder die Anlagen erzielen, bleibt ein möglichst grosser Teil in der Tasche der Kunden. Das heisst, wenn du wenig Gebühren zahlst, machst du auch eine bessere Netto-Rendite. Und wenn man sagt, Netto-Rendite von dem Produkt ist eigentlich Qualität,
oder könnte man eigentlich gleichsetzen mit der Qualität, könnte man eigentlich auch sagen, eine Anlagenlösung ist eines von den wenigen Produkten, wo eigentlich ein tiefer Preis mit einer hohen Qualität einhergeht, wo das bei den meisten anderen Produkten eigentlich eher umgekehrt ist, oder? Ja, nur wenn ich die genau gleiche Rendite mache, ich sage jetzt brutto, oder? Also wenn ich ja jetzt ein teures Produkt habe, aber dafür, weil das Produkt teuer ist, auch jetzt in der Anlagelösung, vielleicht eine bessere Rendite machen, kann ich ja gleich eine grössere Nettorendite gemacht haben, oder sehe ich da falsch? Nein, also, du hast absolut recht, und das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt. Im Bereich Anlegen, wir tun nicht sehr anders anlegen, als das Banken machen. Also das, was ich vorher gesagt habe, sehr breit abgestützt anlegen, möglichst vom Wirtschaftswachstum profitieren, das machen Banken genau gleich. Wir haben einfach viel die schlankere Kostenstruktur. Also wir können sich so vorstellen, die Produkte machen alle ungefähr die gleiche Bruttorendite, im einen Jahr das eine bisschen besser, im anderen Jahr das andere bisschen besser. Aber weil wir wirklich viel weniger Kosten haben, ist über die Zeit die Nettorendite, die unsere Kunden in der Tasche haben oder können behalten, ist halt viel besser als beim klassischen Bankprodukt. Aber du hast recht, natürlich hängt es auch von den Bruttorenditen ab. Aber wie gesagt, sind bezogen, wie angelegt wird, sind die Produkte alle sehr ähnlich. Es kommt das wirklich darauf an, wie viel es noch über Kosten und Gebühren halt auch noch abgibst von dem, was du erzielst. Okay. Du hast jetzt auch schon angesprochen, ihr habt zwar Höhle der Löwen, aber ihr habt dann nachher weitere Investitionsrunden gehabt und ihr habt nur in Anführungszeichen 0,44% Gebühren. Davon nimmt ja Typ Lenzburg wahrscheinlich auch nochmal einen Teil weg. Also ihr braucht ja das Rechtsvolumen, dass sich das unter dem Strich irgendwann wirklich auszahlt. Oder wie hoch oder bei welchem Punkt ist so der Break-Even und habt ihr den schon erreicht? Ja, das ist recht. Das ist so, wir müssen sicher, ich sage, mittlere fünfstellige Anzahl Kunden haben, dass sich das Geschäftsmodell rechnet. Also jetzt haben wir ein bisschen über 5'000 Kunden. Idealerweise müssen wir nochmal etwa Faktor 10 so gross werden. Ich glaube, dann ist es ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil was wir sehen, dass Kunden eigentlich immer noch ein bisschen mehr anlegen und mit der Anlagesumme steigt dann auch so unser Umsatz, ohne dass wir extrem viel mehr Aufwand haben. Aber bis wir mal an dem Punkt ist, geht sehr, sehr lang. Gerade auch, weil wir uns entschieden haben, dass wir das Produkt machen für alle, wo man auch mit kleinen Summen starten kann. Nicht schon, muss einen grossen Betrag haben, um überhaupt zu starten, brauchen wir halt dementsprechend viele Kunden, die mit uns mal anfangen, um überhaupt mal Break-Even zu werden. Das ist sicher eine der Challenges von dem Geschäftsmodell. Also ich habe auch gerade am Anfang schon gewusst, wenn wir das machen wollen, das geht Jahre, bis wir profitabel sind und wir brauchen externe Investoren, oder? Und genau die Überlegung musst du auch relativ früh schon machen. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will das nicht, hätte ich mir vielleicht ein anderes Geschäftsmodell suchen müssen. Also dass sich das auch früh schon bewusst ist, was es heisst, so ein Produkt zu machen oder nicht zu machen. Also du meinst eben, dass man dann natürlich muss mit Investoren zusammenarbeiten und so weiter. Und genau, weil du musst es extern finanzieren, oder? Sonst geht es nicht. Wie planen ihr, von diesen 5 auf die 50'000 Kunden zu kommen? Also du hast gesagt, nochmal zu verzehnfachen. Weißt, wie gönnen der Kunden? Wie hast du vor, dass das geht? Also was wir gemerkt haben, wenn wir auch viele Sachen ausprobiert haben im Marketingbereich, ist, dass halt ein Anlageprodukt, wie wir sind, braucht sehr viel Vertrauen. Das macht auch Sinn. Und dann brauchst du auch Marketingkanäle, wo du das Vertrauen irgendwie kannst transportieren. Ich mache ein Beispiel, wenn wir einen Deal machen auf brack.ch und eben der Roland Brack ist bei uns investiert und wir sind bei Höhle der Löwen gewesen, dann gibt das wie schon die Credibility und die Leute sagen, ah, das ist eine coole Sache, das probiere ich mal aus. Das ist sicher kein Scam, etc. Weil wir auch die Daydeal-Plattform, die kennen die Leute, etc. Und wenn wir jetzt aber einfach Instagram-Werbung schalten, bei dir im Feed und dann siehst du das erste Mal auf Independent, Anlage-App, du hast noch nie von uns gehört, du denkst vielleicht, wow, coole Farbe oder cooles Logo, aber du denkst jetzt, okay, noch nie gehört, dann gebe ich sicher nicht mein Geld. Was ja, glaube ich, auch ein gesunder Abwehrreflex ist. Das heisst, so klassische Bannerwerbung ist für uns viel schwieriger, wenn man unseren Namen noch nicht kennt. Das heisst, wir müssen wirklich die Kanäle finden, wo wir eben das Vertrauen können transportieren können. Und das ist zum Beispiel auch klassische PR oder eben Deals mit Partnern, Partnerschaften, Weiterempfehlungen, sehr wichtige Kanäle, wenn die Leute happy sind, das Produkt cool finden, erzähle ich es auch weiter. Das ist natürlich auch etwas, was wir ein bisschen aktiv probieren zu promoten und anzukurbeln. Was wir auch viel machen, ist SEO. Also Leute irgendetwas googeln. Das ist ein Thema, wo die Leute viele Fragen haben, viele Sachen googeln, wenn sie Sachen wissen. Und probieren sie natürlich auch dort mit spannenden Inhalten abzuholen, ihnen etwas zu erklären,
Uns ist generell wichtig, dass wir den Kunden möglichst viel erklären können und sie aber so eigentlich auch ein bisschen zu Independent herzuführen. Und was sagt so die Roadmap? Wie viele Jahre gehen ihr euch noch, bis ihr das 10x-Wachstum jetzt nochmal habt? Ja, also realistisch ist, brauchen wir sicher nochmal 3 Jahre, bis wir dort sind. Und wie viel Geld braucht ihr noch? Wahrscheinlich auch nochmal, also nochmal ein paar Millionen, aber einstellig. Okay. Und wenn du jetzt neues Geld suchst, probiert ihr da vor allem mit den bestehenden Investoren quasi dort nochmal mehr Geld zu holen oder gehst du auf andere Investoren zu, bist du dann eben gleich bei ein paar Millionen, die du brauchst, auch bei anderen Investoren, wie vielleicht so die ersten, die es gewesen sind, die ein paar Hunderttausend investiert haben? Genau, das entwickelt sich natürlich auch. Also meine Freunde von damals, die können, also A, haben die damals schon investiert und B, sind es sicher auch andere Summen, die gefragt werden. Mhm. Ich glaube, es ist immer wichtig, oder es ist immer ein gutes Signal, wenn die bestehenden Investoren auch noch mal ein bisschen mitmachen, im Rahmen von ihren Möglichkeiten. Weil es gibt so ein Signal, dass man eigentlich immer noch das Gefühl hat, mal, das ist ein gutes Unternehmen, das klappt, das ist eine gute Geschichte. Und es ist aber auch immer wichtig, dass man auch wieder neue Investoren kann gewinnen. Und es ist immer so ein bisschen eine Wechselwirkung. Die einen wollen, dass die anderen dabei sind, dann muss man immer ein bisschen schauen, dass man beide ein bisschen im Boot hat. Aber klar, es braucht auch immer, also das beste Beispiel, wenn es um eine Million geht oder grössenordentlich Million, dann braucht es halt in der Regel auch Venture Capital und nicht nur Privatpersonen. Jetzt hat ja meiner Wahrnehmung nach, ist im Moment so ein bisschen im Trend, dass man seine Community an der Firma tut beteiligen. Also jetzt zum Beispiel gerade Nikin hat ja über 5 Millionen eingesammelt innerhalb von, glaube ich, ein paar Wochen. Aus der eigenen quasi Community, von den eigenen Kunden, die haben wollen in Nikin auch investieren und quasi Miteigentümer sein, um das Wachstum vorantreiben. Es gibt diverse andere Beispiele. Habt ihr euch das auch schon überlegt? Ist das irgendwie auch das Thema oder gibt es Gründe, warum das für euch nicht passt? Weil ihr habt ja eigentlich 5'000 Kunden, die wollen all Geld investieren. Vielleicht würde ja der ein oder andere auch sagen, komm, ich investiere auch noch gerade ins Produkt selber. Ja, das ist tatsächlich so. Ich bekomme immer wieder mal ein Mail über von unseren Kunden, die sagen, hey, ist mega cool für Independent, aber kann ich auch noch in euch als Startup investieren? Darum haben wir es sicher auch schon diskutiert intern im Team. Ich finde es auch grundsätzlich eine spannende Idee, Kunden auch wirklich so als Miteigentümer ins Boot zu holen. Ich glaube, das stärkt dann nochmal die Community. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das die primäre Idee war bei Nikin. Also man das Geld schon braucht für die Weiterentwicklung, aber dass man sich bewusst auch entscheidet, das Geld von den Kunden zu nehmen, um die wirklich auch noch mehr ins Boot zu bringen, um die auch noch ein bisschen besser einbinden. Neon hat das auch gemacht, noch ein paar andere haben auch gross, auch viel Geld so eingenommen. Es ist immer die Frage, wenn du das machst, wenn ein guter Zeitpunkt ist. Wir haben bis jetzt noch das Gefühl gehabt, es ist eher noch zu früh, aber ich würde es nicht ausschliessen, dass vielleicht das Jahr oder vielleicht auch nächstes Jahr, dass das bei uns sogar auch zum Thema wird. Ja, ich kann mir gerade vorstellen, wenn du sagst, natürlich irgendwie die Weiterempfehlung ist eins von diesen Sachen, wenn natürlich dann der Kunde auch noch beteiligt ist irgendwie am Unternehmen und so sowieso voll profitiert von mir Kunden, dass dann so die Weiterempfehlung natürlich gerade nochmal anders vielleicht gefördert wird oder dass ich es dann umso mehr empfehlen will, weil ich davon profitiere, auch als Eigentümer. Ich weiß es nicht, aber ich finde es eben eine spannende Sache. Und halt die technologischen Möglichkeiten, die es heute gibt, könnte es mit einem administrativen, sich massiv kleineren Aufwand wie vor noch ein paar wenigen Jahren machen. Was hast du denn das Gefühl, was es dafür braucht? Also einfach, wenn du sagst, im Moment ist es vielleicht für euch noch zu früh, wann hast du denn das Gefühl, ist der richtige Moment für das? Jetzt einfach für euch. Also ich glaube, du musst einfach eine gewisse Bekanntheit schon haben. Oder Nikin ist natürlich einiges bekannter oder auch Neon einiges bekannter, als wir es noch sind. Wir werden immer bekannter, das ist super. Aber eben, wir sind sicher noch nicht ganz dort. Ich glaube, was auch cool ist, wenn man das kann verbinden mit einer Finanzierungsrunde, wo auch, ich sage jetzt, professionelle Investoren zu den gleichen Konditionen investiert haben. Wir hätten ja so ein bisschen Gefahr, dass wir vielleicht auch Privatinvestoren, die es nicht so gut können beurteilen, ob es das ein fairer Deal ist. Wir könnten die auch probieren, so ein bisschen übers Ohr zu hauen. Also nicht, dass jetzt das irgendjemand, würde ich gar niemandem unterstellen, aber die sind ja nicht gleich gut informiert. Und ich finde es eigentlich noch cool, wenn man sagt, hey, die und die Investoren, die das wirklich professionell machen, die haben genau zu den gleichen Bedingungen können investieren, wie ihr jetzt auch. Das sichert einem dann so ein bisschen ab, oder? Und das wäre vielleicht auch ein bisschen unsere Idee. Das heisst, wir würden es probieren, an eine Finanzierungsrunde knüpfen,
die wir sowieso noch machen mit anderen Investoren. Und aktuell haben wir einfach gerade genug Geld und darum ist es gerade momentan kein Thema. Und wir brauchen sicher auch wieder neues Geld in einer gewissen Zeit, darum wird es auch wieder zum Thema. Spannend, perfekt. Also wer zulässt und jetzt das Gefühl hat, hey, wer vielleicht etwas unbedingt einmal investieren, dranbleiben, ein Produkt testen, dass er dann weiss, in was er investiert. Weil häufig sehe ich Sachen und denke so, hey, das ist so ein geiles Produkt, kann ich da investieren, einfach weil ich das Produkt so geil finde. Und nachher schaust du mal nachher und manchmal kannst du, manchmal siehst du, die sind schon an der Börse, manchmal siehst du, nein, kannst du noch nicht. Aber es ist immer, wenn man sich halt ein bisschen damit beschäftigt, immer auch noch mal spannender, aber natürlich dann ganz, ganz einen anderen Ansatz, wie da, wo ihr sonst macht, und breit diversifiziert investierst, mit einer kleineren Rendite in dem Sinn. Matthias, vielleicht noch so abschliessend, du hast jetzt ein Startup gegründet, ihr seid bei der Höhle der Löwen gewesen, du hast mit Investoren zugehört und weiterhin mit Investoren zu tun, ihr habt schon 5000 Kunden generiert. Was sind so deine drei grössten Tipps für Leute, die sich jetzt überlegen, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Was sind deine Tipps für die, um ihr eigenes Unternehmen zu starten? Ich glaube, eine Frage, die man sich vielleicht häufig stellt, so ein bisschen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Soll ich noch warten? Ist es vielleicht besser, noch zu warten? Ich glaube, es gibt immer Sachen, die vielleicht später besser werden, viele Sachen, die aber später vielleicht wieder schlechter werden. Bei mir zum Beispiel, ich habe noch nicht so viel Berufserfahrung gehabt, dafür eine sehr wenig Ausgaben kann und einen relativ günstigen Lifestyle kann. Wenn ich heute mit Leuten rede, wo dann halt sage, ja, ich könnte gar nicht mehr so günstig einfach mal ein Jahr nichts verdienen, ich brauche das Geld, gönnen wir halt auch regelmäßig etwas. Also, wenn ihr euch die Frage stellt, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder nicht, ich glaube, klar, ich kann es nicht jetzt pauschal beurteilen, aber in der Regel sollte man einfach mal starten. Ich würde es einfach mal probieren, mal überlegen, wie man vielleicht auch die Idee testen kann, mit möglichst wenig Geld, mal schauen, kommt das an, in Gesprächen, in einer kleinen Webseite, also wirklich relativ einfach mal anfangen. Und was ich auch gelernt habe, ist es so wirklich ein Schritt für Schritt. Also man fängt mal an und dann klappt es und dann machst du weiter und wieder ein Schrittchen. Und es ergibt sich dann auch ein bisschen, wenn es klappt. Also ich habe nicht am Anfang den ganz konkrete grossen Plan gehabt. Ich glaube, die wenigsten haben das. Und man hat nicht das Gefühl, nur weil man den Plan selber nicht hat, man kann das gar nicht mit dem Projekt starten, sondern mir wirklich überlegen, was könnten die ersten paar Schritte sein, was kann ich selber mal testen, um mal schauen, ob das etwas geben könnte und dann einfach mal machen. Macht das Ding definitiv. Man kann es auch einfach zerdenken. Was man sollte überlegen am Anfang ist eben, wie kann ich es vielleicht testen mit möglichst kleinem Risiko, ohne dass ich jetzt gerade weiss, ich nicht, wie viel Kosten verursachen, falls es nicht funktionieren würde. Aber dann lieber gestern starten, wie erst morgen und einfach machen. Wenn du nur überlegst und nie machst, bist du in einem Jahr am gleichen Punkt und in 10 Jahren am gleichen Punkt. Du hast aber auch ganz spannende Sachen angesprochen, nämlich du hast gesagt, eben, du hast noch keine grosse Ausgabe gehabt, hast nicht mehr viel müssen verdienen. Ich bin jetzt ganz frech, was verdienst du heute als Geschäftsführer von so einem Startup? Ich habe am Anfang, als ich gegründet habe, habe ich echt knapp 2000 Franken Lohn ausgezahlt. Ich immer gerade so unter dem, wo ich eine Pensionskasse gebraucht habe. Das ist irgendwie 1700, 1800. Ich musste mich um das auch noch kümmern. Das habe ich damals noch keine Lust gehabt, weil ich nicht gewusst habe, wo geht überhaupt die Reise her. Mittlerweile verdiene ich 3000 Franken im Monat. Also immer noch sehr wenig. Es reicht. Es ist okay. Ich wette gar nicht. Ich brauche nicht mehr Geld. Es geht mir jetzt vor allem ums Unternehmen. Aber sehr viele von meinen Kollegen, also alle, die noch im Studium ins Banking sind, kein einziger von denen kommt jetzt mit 3000 Franken durch. Aber es ist ja normal, wenn man mehr Geld verdient, das ist, wie haben wir vorhin gesagt, wenn es im Konto ist, braucht man es. Und genau gleich ist es mit einem grossen Lohn auch in der Regel. Mit den meisten. Ist ja eine spannende Situation, so als Startup-Gründer. Du hast dein Unternehmen, du bist da beteiligt, du hast irgendeinen Prozentsatz, der nimmt von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde ab. Aber wenn jetzt vielleicht, eben keine Ahnung, ich glaube, die Zahlen von Höhle der Löwen, die kann man etwa rechnen oder lesen. Jetzt war, glaube ich, 1,5 Millionen Bewertung gewesen, zumindest im Fernsehen. Und der Roland Brack hat ja 10% für 150.000 gekauft, also 1,5 Millionen. Und du hast ja dann dort einen sehr grossen Anteil noch gehabt. Also auf dem Papier bist du ja heute wahrscheinlich Millionär. Ja, das stimmt. Das ist, ich mache immer ein bisschen den Witz mit meinen Kollegen, sage immer, auf dem Papier bin ich mit Abstand der Reichste und auf dem Konto mit Abstand der Ärmste von meinem Umfeld. Wie gehst du mit dem um? Also es ist ja eine strange Situation.
oder nicht? Oder fühlt sich das gar nicht so an? Oder ist das, was auf dem Papier ist, halt, kannst du sagen, das ist einfach nur auf dem Papier und wenn es irgendwann wirklich mal aufs Konto kommt, kommt es aufs Konto, aber bis dort ist es einfach gar nicht wert? Oder weißt du, wie gehst du mit dem um? Ja, ich glaube, mit dürfst du dir wirklich nichts einbilden auf der Zahl, die auf dem Papier ist, weil sie ist wirklich nur auf dem Papier. Wir könnten Independent heute nicht einfach so verkaufen für den Betrag und das quasi einlösen. Das geht gar nicht. Von dem her, ich fokussiere eigentlich wirklich nicht auf den Teil. Ich glaube, ich würde auch nie ein Unternehmen gründen, primär zum reich werden, weil die Chance, dass du scheiterst, ist so gross, also ganz grundsätzlich bei Startups, dass es eigentlich nicht ein idealer Weg ist. Ich glaube auch, dass das nicht langt an Motivation. Also der Weg, ein Startup zu gründen, gross zu machen und, ist so hart, dass wenn du nur extrinsisch über Geld motiviert bist, dass du eigentlich früher oder später sagst, hey, das mache ich nicht, das ist zu anstrengend. Also du musst irgendwie eine Leidenschaft haben für das Thema, musst etwas bewegen mit dem Produkt, das du lancierst. Sonst glaube ich, ist es ein sehr ein harter Weg und auch einer, den ich nicht würde empfehlen. Kann und ich darum blende die Zahlen eigentlich aus, außer die machen wir wieder so einen Witz, wenn ich es gerade jetzt gemacht habe. Okay. Ja, kann ich nur unterschreiben. Geld ist mega wichtig, aber wenn Geld der Antreiber ist, dann hörst du früher oder später auf, weil das reicht nicht. Es braucht viel mehr, dass es Spass macht. Genau. Matthias, mega spannendes Interview gewesen, mega spannende Story mit Findependent. Ich möchte natürlich nochmal den Bonus erwähnen. Also wirklich, wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, ich habe selber ein bisschen Geld auf der Seite, möchte ich mal investieren, mal schauen, wie Findependent ist. Erstens, ihr zahlt 500 Franken ein und kommt, wenn ihr bis Ostern dabei bleibt, 40 Franken insgesamt über. Einmal gerade beim Anfang und nochmal 20 Franken, wenn ihr eben noch dabei seid. Also 8% Rendite habt ihr schon. Gleichzeitig hat der Matthias vorher gesagt, auf die ersten 2000 Franken ist es komplett gebührenfrei. Also ihr habt eigentlich wirklich kein Risiko. Testet es doch mal aus, fängt doch mal an, schaut es mal an und investiert. Und dir nochmal ganz, ganz vielen Dank fürs Interview. Ganz viel Erfolg in Zukunft. Viel Erfolg beim nochmal Skalieren von 5 auf 50'000 und ich hoffe, wir sehen das irgendwann mal live in Person. Das würde mich sehr freuen. Merci Nico, hat super viel Spass gemacht hier mit dir und vielleicht bis ein anderes Mal. Mach's gut. Ciao, Matthias. Ciao, tschüss.